Korpskommandant Herr Süssli, heute hier bei Uptown Basel. Und wir haben gehört, es hat eine Hidden Agenda gegeben. Können Sie uns erklären, um was es beim heutigen Event ganz genau gegangen ist? Ja, ich habe sie dann nicht mehr versteckt gemacht, sondern ich habe gesagt, um was es geht. Nämlich, dass die Wirtschaft versteht, was die militärische Führungsausbildung für einen Nutzen hat, eben auch in der Wirtschaft. Wir bilden aus nach den Grundsätzen von transformationaler Führung und das ist das Gleiche, wie man in der Wirtschaft auch braucht. Es geht ums Ganze. Warum braucht es die Schweizer Armee? Ja, die Welt verändert sich im Moment nicht zum Guten. Man stellt eigentlich die Zeitenwende fest. Man stellt fest, dass im Osten von Europa die Länder Angst haben vor Russland. Das könnte zu Destabilisierung kommen. Die Schweizer Armee muss in Zukunft darlegen, glaubwürdig darlegen, dass sie bereit ist, ihre Souveränität zu verteidigen. Und dort müssen wir wieder ran. Ja, man merkt, wir befinden uns in einem disruptiven Zeitalter. Das merkt man sowohl in der Wirtschaft wie sie in der Armee. Werden das sicherlich auch spüren. Was braucht denn die Armee von der Zukunft? Es braucht drei Sachen. Es braucht zuerst die richtigen Leute, die zu uns kommen. Wir müssen Leute haben, die bereit sind, das zu machen, zuerst einmal, die es auch können machen, die wir ausbilden können. Zweitens ist, wir brauchen genügend Ausrüstung. Aktuell haben wir nur ein Drittel von dem, was es braucht, für die ganze Armee auszurüsten. Und das Dritte ist, wir müssen unsere Leute ausbilden im Inland. Aber dort, was eben im Inland, in der engen Schweiz keinen Platz hat, gehen wir ins Ausland. Was sind Trends, wenn man jetzt gerade vom Ausland redet, wenn man doch rechts und links schaut? Wie tun sich die Armeen von anderen Ländern entwickeln? Ja, ein grosser Trend ist die Digitalisierung vom Gefechtsfeld. Muss man sagen, es ist sehr anspruchsvoll. Es geht darum, Informationen lateral, aber auch hierarchisch möglichst rasch zu verbreiten, möglichst rasch Informationen zu bekommen, weil am Schluss im Gefecht gewinnt der, der schneller ist und seine Mittel schneller einsetzt. Genau, Sie haben es erwähnt, kill or get killed, ein Zeitfaktor, ganz, ganz relevant, gerade jetzt bei diesen disruptiven Technologien, die viele Chancen und Möglichkeiten bieten. Was macht die Armee, um hier auch digital in diesem Rennen sozusagen die Nase ganz vorne zu haben? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen innovativ sein. Das heisst, wir müssen Ideen, die es gibt, von Startups, aber auch von der Miliz. Die Schweizer Armee ist der grösste Think Tank, den es gibt in der Schweiz mit 140'000 Mitgliedern. Wir müssen die Ideen können aufnehmen, wir müssen sie rasch umsetzen. Für das haben wir eine kleine Firma gegründet, die heißt Swiss Innovation Force, die uns hilft, innovativ zu sein, sodass eben Innovation bei der Armee ankommt. Und das ist eigentlich fast das Wichtigste im Moment. Wir befinden uns hier bei Uptown Basel. Wir wissen, hier gibt es mehrere grosse Themen, unter anderem KI und auch Quantentechnologie. Inwiefern ist die Schweizer Armee ganz nah bei diesen Themen, um sich natürlich auch schnell damit auseinanderzusetzen? Wir wissen, es gibt viele grosse Sachen. Anfangsjahr hat Frau Dr. Heike Riel bei der Digitalisierung der Schweizer Armee natürlich auch die Quantentechnologie ins Spiel gebracht. Inwiefern ist das wichtig, da, ja, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die bis vor kurzem nur Quantenphysiker interessiert haben? Künstliche Intelligenz ist sehr viel relevanter im Moment für uns, weil greifbarer gerade. Da geht es darum, grosse Datenmengen auszuwerten, Informationen und Wissen daraus zu gewinnen für die Führung. Dort sind wir an Prototypen, an Experimenten, die gut aussehen, die vielversprechend aussehen. Im Bereich Quanten, da haben wir mal Fühler ausgestreckt. Es gibt erste Beziehungen auch zu Quantum Basel, auch zu anderen grossen, die Quantencomputer in die Schweiz bringen. Die Anwendungen da ist natürlich Quantenkryptologie ist ein Thema, das Brechen von Algorithmen. Das beschäftigt uns. Wir sind heute schon dran, quantensichere Verschlüsselung einzusetzen. Das ist dann mehr auf der anderen Seite. Wir warten aber darauf, bis erste Anwendungen, erste Use Case gibt, wo auch die Armee von Quantencomputing profitieren kann. Wenn wir es gerade von einem Use Case haben, wir wissen, wir haben hier eine Paula, die heute in einem ganz anderen Dress ist. Sie haben bereits mit ihr reden, mit dieser AI sozusagen. Was haben Sie sie gefragt? Ja, ich habe sie gefragt, wie viele Frauen das in der Schweizer Armee sind und sie hat tatsächlich gewusst, wie viele das im Jahr 23 sind. Es ist tatsächlich faszinierend. Ein grosses Thema natürlich auch für die Schweizer Armee ist die Finanzierung. Wir haben heute von Ihnen gehört, dass es rund 50 Milliarden bräuchte, nur zum Ausrüsten. Und dass, wenn wir das in einer Zeitachse würden betrachten, wir von einer Armee 2050 würden reden. Wenn wir wissen, wie schnell das sich die Welt entwickelt, ist das doch eine Zahl, die fast nicht realistisch ist. Ist die digitale Transformation, die neuen digitalen Möglichkeiten vielleicht eine Möglichkeit auch für die Armee, dort finanzielle Mittel von der Nation freizumachen? Ja, ich bin nicht sicher, ob das finanzielle Mittel freigibt. Was aber sicher ist, die Digitalisierung, die Transformation, die Digitale, bringt eine neue Methode mit sich, wie auch agiles Vorgehen. Und wir wollen in Zukunft die Armee adaptiv weiterentwickeln, also nicht in einem grossen Projekt oder in einer Reform, sondern eben in kleinen Schritt. Und dort wird Digitalisierung eine Rolle spielen, weil bei jedem Schritt wird die Armee digitaler. Und das müssen wir umsetzen, rechtzeitig erkennen und einbringen. Und da hilft uns das agile Vorgehen auch.
Wir wissen, die digitalen Möglichkeiten stehen im Raum, aber was natürlich bei der Schweizer Armee auch im Raum steht, ist der Mensch. Es geht um Menschen. Es geht darum, natürlich auch die Schweizer Armee als Brand anzutragen. Wir wissen, auf Social Media ist die Armee unglaublich gut vertreten. Was braucht es da auch noch mehr, um die positive Sache von der Schweizer Armee breit gefächert in der Gesellschaft weiterhin zu verbreiten, um sie natürlich auch von innen zu stärken? Ja, schön ist, wir haben 140'000 Multiplikatoren, die eingeteilt sind, jedes Jahr 20'000, die in die RS kommen. Und was ich mir wünsche, ist, dass es eine Umgebung gibt, eine Umgebung von positiver Wahrnehmung, von Wertschätzung, dass sich eben die, die in der Armee sind, getrauen, auch als Botschafter wieder rausgehen und Werbung zu machen. Das wäre der stärkste Effekt. Vielleicht noch als abschließende Frage, heute jetzt bei Uptown Basel, mit Quantum Basel, Kai Ventures, unglaublich viele Startups. Was halten Sie von dem Kompetenzzentrum, das hier am Entstehen ist, auch mit dem Fokus auf eine geopolitische Wichtigkeit? Ja, ich durfte es schon mal besuchen und wir folgen natürlich, was sind das für Firmen, die da sind, und die Schweizer Armee ist ein Teil unserer Strategie, nämlich technologische Fortschritte zu nutzen, und wir verfolgen sehr eng, was da für Firmen sind und was für die Armee anwendbar ist.